wie stabil das die sind. Wenn du jetzt also einfach mal einen Gummistiefel nimmst. Ja, mit festem Gummi. Du kannst also jederzeit so einen Stachel durch einen Stiefel. Und so viel Kraft haben die auch, wenn die auf einen zurennen, ja? Leicht. Dass die leicht. Ja, und so wie sie jetzt dann im Stiefel stecken, also wenn man das innen drin sieht, so stecken sie dann im Bein. Oh, guckt euch das mal an. Oh, aua. Wie sich so ein Stachelschwein verteidigt, das zeige ich euch jetzt. Dazu verwandle ich mich jetzt in ein Stachelschwein. Ich habe da was gebastelt. So. Sitzt. Prima. Kein Feind weit und breit. Wenn jetzt aber ein Löwe kommen sollte, dann droht Gefahr. Die einzige Chance, die der Löwe hätte, mich zu erlegen, wäre... Moment. Wenn er mich auf den Rücken dreht. Weil auf dem Bauch habe ich keine Stacheln. Ja. Das will ich natürlich nicht. Deswegen setze ich mich schwer zur Wehr. Und zwar so. Ich stelle meine Stacheln auf, fange an damit zu rasseln. Das ist ein Warnlaut. Und wenn mir der Löwe jetzt aber immer noch zu nahe kommt, dann drehe ich mich blitzartig um und ramme ihm meine Stacheln in den Hintern. So einfach geht das. Yeah. Oh, guck mal, da zeigt sie uns schon wieder ihre schönen Stacheln. Jo. Apropos Stacheln. Eine Frage habe ich da ja noch, ne? Ja. Wie machen die das eigentlich bei der Paarung? Das muss doch total wehtun mit den Stacheln. Hol dir mal dein Stachelschweinkostüm, dann kann ich es dir erklären. Okay, mach ich sofort. Schau. Wunderbar. Und jetzt? So, jetzt sind wir in unserer Höhle. Ja. Stachelschweinhöhle unter der Erde. Ja. So, jetzt steht als erstes das Weibchen auf. Mhm, also. Du? Ja. Dann stehe ich auf. Ja. Und dann grunzt das Männchen. Aha. So ein bisschen. Mach mal. Und dann muss natürlich das Männchen ganz vorsichtig rangehen. Ja. Und das Weibchen darauf vorbereiten, dass die Stacheln wegtut, weil sonst wird es ja wehtun. Darum ging es mir ja. Genau. Und da geht es entweder mit der Schnauze oder mit den Pfoten. Geht's ja. Zuerst an die unteren Stacheln vom Schwanz hin und berührt die ganz leicht. An diese hier. Genau, und dann weiß es ja, ob jetzt das Weibchen sagt okay. Okay oder wenn nicht sagt, okay. Nee, nee. Wenn nicht okay, tut's weh. Wenn sie sagt okay, dann stellt das Weibchen die Stacheln alle nach vorne. Ah, so dass eigentlich dann nichts passieren kann. Dass also dann so. Eigentlich nichts mehr passieren kann. Genau. Sehr gut. Und dann? Müsste man das Licht ausmachen. Wenn es nicht schon dunkel wäre. Ja. Und jetzt mein Blog. Da könnt ihr noch einmal alles sehen, was ich heute erlebt habe. Diesen Blog gibt's auch im Internet. Heute habe ich eine stachelige Aufgabe vor mir. In Südafrika suche ich Stachelschweine. Doch ich bin zu früh dran. Stachelschweine sind nachtaktiv. Ah, okay, na logisch. Dann kann ich ja keins finden. Ich probiere trotzdem mein Glück. An einer Wasserstelle finde ich immerhin das Markenzeichen der Nager. Ihre Stacheln. Und mega spitz. Bei Gefahr rasseln Stachelschweine mit ihren Stacheln. Das klingt dann so. Am Abend kam das Stachelschwein dann tatsächlich zum Fressen. Das hätte ich in meinem Leben nicht geglaubt, dass ich mal ein Stachelschwein streiche. In Deutschland ist uns ein Stachelschwein ausgebrochen. Das haben wir dann wieder eingefangen. Du Ausreißer! Für meinen Helfer Hans ging das nicht ganz schmerzfrei über die Bühne. Sind die im Bein? Soll ich sie wieder rausziehen? Raus, ja. Aua! Guck mal, da pennt ein Stachelschwein. Und da pullert eins. Ja. So richtig Party ist hier erst wieder heute Abend. Klar, dann werden sie fit. Boah. Ich ruhe mich jetzt einfach ein bisschen mit aus, ne? Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.